Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey. Ich saß die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 8.8.2023, und unser DAX hängt hier im Käfig fest. Der kommt nicht weiter. Bild inspiriert bei uns aus dem Chat. Ich glaube, Neo hat es geschrieben oder hat es geschickt in ähnlicher Form. Passt wie die Faust aufs Auge. Ja, der kommt ja nicht vom Fleck. Tut sich schwer, sich hier über die 79,50 rauszuschieben. Wir hatten gesagt, wenn das also im Tagesschart sieht man aber, dass die erste grüne Tageskerze drin ist. Das war mir noch wichtig zu zeigen. Wir gehen hier mal eine Etage tiefer. Wir haben gesehen oder besprochen für gestern, wenn er zügig oben raus springt über 59, 79, gleichzeitig 9 Uhr, dass er gute Chancen hätte, 16,60 zu erreichen. Wir hatten gesagt, wenn er das aber nicht tut und nach unten weiter wegschwappt, weitere Tiefs. Was haben wir gesehen? Wir waren unterm Freitagsschluss letztendlich eigentlich, also wir sind eigentlich nur runtergekommen, haben das Gap zugemacht, sind oben eigentlich nur gewesen, haben das Xetra-Gap zugemacht und dazwischen sind wir die ganze Zeit zur Seite. Jetzt kommt er am Abend hier ein bisschen raus. Ich würde auch durchaus das schon als Ausbruchsversuch werten. Das heißt, vollzieht er den, dann kann das schon sein, dass er mit Gap reinkommt. Dann müsste das Gap theoretisch nicht zumachen, aber es wäre legitim im Sinne eines Gap-Close. Eines Pullbacks, wollte ich sagen, den Gap Close dann anzuspielen und dann trotzdem weiter zu steigen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Normalerweise kriegt er von mir auch in den Premium-Dienst-Updates oft auch mal sowas geschrieben wie, wenn der Markt ein Gap zumacht, dann signalisiert er eigentlich fehlende Motivation, einen Ausbruch weiter fortzutreiben. Das wäre hier tatsächlich ausnahmebedingt dann anders. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das heißt, wenn er das Gap hier zumacht und sich hier dann abstößt, wieder nach oben dreht, hat er das Zeug, oben rauszulaufen. Also das wäre dann nicht als Schwäche zu werten, so wie wir das sonst gerne mal machen, wenn ein Aufwärtsgap reinkommt und dann macht es direkt zu, sondern hier hätte er wirklich gute Karten, wenn er denn tatsächlich Gap Plus macht und dann dreht wieder auf, dann oben weiterzuziehen. Die Ziele ansonsten bleiben gleich. Ja. 16,60, das alles, was wir gestern erzählt haben, 16,120, 16,150, dann hier oben die 200 bis 250. Das sind die interessanten Stationen auf der Oberseite und da kann man ruhig mal reinlaufen lassen. Und wenn er Bock hat, macht er uns von dort dann den hier nochmal dahinter. Dann haben wir das gleiche, wie was wir hier hatten. Nochmal hier, und dann können die Jungs sich wieder um ihren Döner streiten. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch unsere lila Linie voll. Wir gucken mal, müssen wir jetzt gucken, wie er oben rauskommt. Wie schnell er auch zum Dienstag macht, wie eilig es hat. Und ob er überhaupt natürlich rauskommt. Dafür spricht auch, dass wir jetzt hier eine ISKS drin haben, also eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Haben hier eine relativ eindeutige und klare Nackenlinie liegen. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier eine Schulter, wir haben hier unten den Kopf rausgucken. Also mustergültig, absolut einwandfrei. SKS-Ziel wäre, um es einfach mal auch erwähnt zu haben, dann eine, wartet, krieg ich mal hin, Kuh, weil ich, warten alle, zack, SKS-Ziel wäre im Bereich um 16,180, ich würde es mal auf 16,200 aufrunden. Ja, also das wäre tatsächlich SKS-Ziel, wäre natürlich fies, hier kurz vorm Gap Close bei 2,50 zu drehen. Gucken wir uns genauer an. Ich weiß nicht, liegt da auch ein Retracement? Oft liegt dann sowas genau aufeinander. Ja, guckt mal hier, liegt genau das 50er Retracement auf der 16,190. Das wäre natürlich wirklich fies, wenn er komplett oben lang zieht, die Leute alle ihre Longs drin halten, weil sie mehr wollen, dann tritt er bei 1,90 weg und legt dir nochmal so ein rotes Kästchen nach unten. Das wäre wieder DAX Live. Also das wäre wirklich richtig in hoppala. Was habe ich jetzt gelöscht? Das habe ich falsch gelöscht. Also das wäre DAX wieder in Hochform. Wenn sie wieder alle stöhnen und kotzen. Na, aber dann läuft er so, wie er sonst eigentlich immer läuft. Und von daher sollte man mal ein kleines Auge mit drauf haben. Ja, also im Bereich um 16,185, 16,200. Mal ein Auge mitwerfen, hinwerfen und vielleicht auch einen kleinen Teilverkauf in Erwägung ziehen, wenn man dann einen Long in die Richtung reingestellt bekommt. Ansonsten sollte er scheitern und das hier direkt zerhauen, wird sich unterhalb von 15.900 zur engen Leine ziehen. Ja, rutscht er mir unter 15.900, würde ich das verwerfen, auf Fehlausbruch deklarieren, ihm unten nochmal Platz geben, auf ein weiteres Tief wahrscheinlich wird das auch erstmal wieder hochgekauft, dann wird er die parallele Linie hier anziehen. Wie hat gestern jemand geschrieben? Parallele Linien schneiden sich in der Unendlichkeit. Ich glaube, die parallelen Linien, die laufen aber voneinander weg. Ja, also wenn du hier guckst, das wird immer breiter nach unten. Die treffen sich nie, auch nicht in der Unendlichkeit, weil sie nicht ganz parallel sind, sondern voneinander weggehen. Aber ja, na, das wäre ein schöner Zielbereich, 750, 700, je nachdem, wann er aufsteigt. Das wäre mein Ziel, wenn der Ausbruch hier oben nicht gelingt und das ein Fehlsignal wird. Dann glaube ich, laufen wir relativ geradlinig auch durch.
und gehen auf eine 57, rammeln von dort dann aber wieder zurück mittig in die Range. Das ist meine Erwartungshaltung. Ja, positive Ausgangslage erstmal, hat jetzt nur mit der grünen Tageskerze eine gute Chance oben raus, muss es aber vollziehen, tut das nicht, macht eine harte Umkehr. Das heißt, wenn ihr fette rote Kerzen seht und er ist unter 900, dann könnt ihr Richtung 750 euch orientieren, Richtung 700. Seht ihr das nicht und er bleibt über 59, 79, lasst ihn erstmal ein bisschen in die Erholung gehen. Er ist jetzt 5 Tage gefallen am Stück und hat noch keine richtige Erholung bekommen. Jetzt fängt er gerade an, das ein bisschen zu beginnen und es ist eben auch erst ein Beginn. Ja, theoretisch müsste man ihm jetzt auch 5 Tage Zeit geben für diese Erholung und deswegen lasst ihn erstmal ein bisschen machen. 1660 wäre für mich der erste Bereich und dann später mehr. Punkt. Mehr braucht man hier nicht drüber verlieren. Ich würde es daher hier jetzt auch abschließen. Wünsche euch viel Erfolg am Dienstag. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.